Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Kingdoms of Amalur. Wir sind hier in Delach, in den Ruinen des Theaters des Schicksals. Und wir haben in der letzten Folge am Ende, da hinten seht ihr ihn noch, oh, das wollte ich gar nicht, den Kollegen Kriegspriester ermordet. Der hätte wohl noch einiges vor sich gehabt, aber wir haben dann einfach sein Schicksal geändert. Tja, hat er Pech gehabt, dass er sich einfach so mit uns angelegt hat? Bin ich ganz ehrlich, ich habe da kein Mitleid mit Idioten, die sich mit uns anlegen wollen und dann auf die Fresse kriegen. Nee, also das, ganz ehrlich, keine Schuld auf meiner Seite, selber Schuld. Ganz ehrlich, hätte uns einfach vorbeilassen können, hätte ich ihn auch am Leben gelassen oder auch nicht. Jedenfalls, ja, wir auf dem Weg zum Theater des Schicksals und, ja, wie immer, ein bisschen fröhlich umherlooten. Gegner scheint es hier nicht mehr so wirklich zu geben, wie es mir scheint. Scheint es, wie es mir scheint, nicht zu geben. Ja, ich bin auch mal wieder ein großer Herr der perfekten Grammatik. So, haben wir hier noch irgendwas? Ja, ein schönes kleines Kistchen. Das gefällt mir. Vor allem gefällt mir in den Kisten hier das... Ich weiß nicht, haben wir überhaupt eine aufschließen müssen? Sind nicht bisher alle offen gewesen, maximal gebannt? Das ist doch schön. Also, oh, so viel zu, hier hinten gibt es keine Gegner mehr. Da gibt es ja doch noch welche. Das Leben hinter dem Kriegspriester. Wie habt ihr es denn dahin geschafft, Leute? Hä? Au, voll reingerannt, reingerollt. Wo ist Acker geblieben? Wieso ist er denn da hinten? Hat er sich irgendwo festgefahren? Ich meine nicht, dass ich ihn jetzt bräuchte, um gegen diese Kobolde zu kämpfen, aber irgendwie ist es trotzdem seltsam, dass er nicht dabei war gerade. Oh, wir sind fast am Level 18. Das gefällt mir. Oh, der hat nichts, der hat nichts, der hat nichts. Kein einziges bisschen Loot? Ich bin enttäuscht. Gut, gehen wir halt einfach weiter. Nur gut, dass ich die getötet habe, diese Geizhälse. Die geizhälsigen Geizhälse, die andere Geizhälse, Geizhälsig übers Ohr hauen oder so. Nie gedacht, es mal mit eigenen Augen zu sehen. Oder wie war das in Bioshock gewesen? Schickes Ding. Das Theater des Schicksals. Das gefällt mir auch. Ja, doch. Muss ich sagen, sieht hübsch aus. Gehen wir doch mal direkt hoch. Wenn wir die Chance dazu haben. Ich schätze mal, wir haben die Chance dazu. So. Einmal nach oben. Ah, okay. Mit einem kleinen Ladebildschirm ins Innere müssen wir nicht komplett die Wendeltreppe nach oben rennen. Hat auch viele Vorteile. Die Schicksalsweber haben die Macht dieses Ortes nie ganz verstanden. Es gibt offenbar so einiges, was wir nicht verstehen. Niskaru? Bei den Göttern, ich hätte noch eine Flasche mitnehmen sollen. Ach, ist ja nichts Neues für uns. Wir haben für die Kriegsgewalten schon einige besiegt. Und nicht nur diese kleinen Jäger. Oh, ist ein Blutjäger. Nicht nur diese kleinen Blutjäger hier. Ey! Genau das wollte ich. Sondern auch schon einen großen Niskaru-Tyrann. Also alles in Ordnung. Na komm. Hm? Nicht aus meinem Radius raus. Und da haben wir den Stufenaufstieg. Und weg. Stufenaufstieg. So, was machen wir? Wir machen ein bisschen... Ja, Sinnesschärfe ist... Das ist schon sinnvoll, bin ich ehrlich. Aber so richtig sinnvolle Sinnesschärfe leider erst wieder ab hier. Ja, ist... Ich nehme Überzeugung. Überzeugung ist immer gut. Und hier packen wir es in Raffinesse. So ein bisschen zumindest. So, das ist auf 6 von 6. Das ist auf 5 von 6. Da haben wir es auf 6 von 6. Hä? Bin ein bisschen überfragt. Rein theoretisch. Genau, eigentlich müssten wir da jeweils noch einen Punkt drauf bekommen. Okay, da ist es nicht schlimm. Das hier kriegen wir dann nicht höher. Glaube ich, ist doch so. Ich weiß es nicht. So, ich mache einfach mal hier. Muss ich mir gleich mal angucken, ob das da nicht berechnet wird. Fähigkeiten. Ja, genau, das wird da dann einfach nicht berechnet. Okay, muss man vielleicht ein bisschen im Auge behalten. Und hier ist es dann wirklich so interessant. Okay.
Sieg war das nochmal. Ist das auf alle Machtfähigkeiten, die, was wir hier ausgerüstet haben? Diese. Genau, auf alle Machtfähigkeiten. Das ist schon sehr, sehr geil, ne? Muss man einfach mal sagen. Gut, Niskaru sind erledigt. Da haben wir anscheinend den Stein des Schicksals. So, können wir einfach gehen? Ich nehme hier einfach die Kiste mit und gehe. Ich glaube, wir könnten tatsächlich einfach gehen. Oh, Agat fliegt kurz und fliegt nochmal. Steinchen? Es kommt nicht überraschend, dass ein Niskaru den Weg zu diesem Ort der Macht gefunden hat. Alles an diesen Ruinen ist allein auf diesen Raum ausgerichtet. Und der Schicksalsstein ist das Zentrum all dessen. Mit seiner Hilfe lehrten die Feien die Schicksalsweber, die Antworten auf die verborgensten Geheimnisse des Schicksals zu finden. Legt eure Hände auf den Stein. Vielleicht finden wir dann auch Antworten auf eure Geheimnisse. Und was soll ich jetzt machen? Ich habe nicht zugehört. Legt einfach eure Hand auf den Schicksalsstein. Er wird mir zeigen, wie ihr in das Gewebe des Schicksals passt. Okay. Gut. Wisst ihr, wenn wir einmal dabei sind, ne? Warum lösen wir nicht eben das Schicksal auf? So. Und bevor wir hier weitermachen, packen wir mal eben den neuen Stufenaufstieg. Schmiedekunst brauchen wir ja eigentlich gerade nicht, ne? Dann holen wir uns doch einfach mal... Komm, ich gehe mit Schmiedekunst wieder hier hin. Gehe mit Sinnesschärfe hier hin. Gehe mit Gemschleifen wieder hier hin. Gehe mit Überzeugung... Schon gut weit. So. Und dann haben wir sogar noch zwei übrig, die wir noch auf... Na, machen wir das so und machen das hier so. Ich glaube, das könnte vielleicht ganz gut sein. So, und hier haben wir jetzt die Raffinesse, wo wir hier jeweils auf 1 gehen. Das ziehen wir ganz nach oben. Das ziehen wir ganz nach oben. Hier gehen wir auf 2. Das ist auch sehr gut. Und das ziehen wir hier ganz nach oben. Dann haben wir hier die Macht. Haben wir hier 1. Das ziehen wir ganz nach oben. Haben wir hier 1. Packen das auf jeden Fall ganz hoch. Adrenalinwoge, die Chance, dass wir das kriegen. Den unerbittlichen Ansturm brauchen wir ganz oben. 8 Punkte haben wir noch. Dann nehmen wir doch einfach mal gegen taumelnde Gegner 2. Das mal 2, das mal 2. Und haben jetzt noch 2 Fähigkeitspunkte übrig, die wir jetzt hier reinpacken. So, ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi. So, gehen hier jetzt wieder auf Wächter. Sind wir jetzt Wächter? Nee, sind wir nicht. So, Wächter. Rüsten uns dann eben schnell wieder aus. Hemd des Elixiers. Das. Mondlicht, Blitzleiter, die Wiesenbeine und das Schild der Regeneration. Und dann teste ich eben nochmal in den Fähigkeiten. Genau, das ist jetzt alles auf der 3. Das geht ja eh nicht höher. Richtig. Das ist alles auf 3. Sehr schön. Haben wir das doch gut? So, das benutzen wir. Und dann den Schicksalstein benutzen. 100 Schicksal gibt es für uns. Erhalten Kodex des Schicksals. Entschuldigung? Der Schicksalsstein ist bei eurer Berührung zerbrochen. Und alles um euch herum, das Gewebe des Schicksals, löst sich auf. Und dort, in seinem Innersten, befand sich der Kodex des Schicksals. Jenes Wissen, mit dem die Feien den ersten Schicksalswebern halfen, die Beschaffenheit des Gewebes zu verstehen. Begreift ihr denn nicht, was das bedeutet? Die Welt verändert sich? Dass ich euren Stein zerstört habt? Das ist nur ein geringer Preis für den Kodex des Schicksals. Wenn wir eine Möglichkeit finden, ihn zu lesen, könnte er uns dabei helfen, etwas über euch herauszufinden. Aber im Moment müsst ihr nur eines begreifen. Ihr ändert das Schicksal aller, denen ihr begegnet. Und das könnte euch mächtiger machen als alles andere, was je diese Welt betreten hat. Ist das denn gefährlich? So gefährlich wie ein offenes Feuer. Ihr könnt anderen helfen oder sie vollständig vernichten. Wenn ihr an etwas beteiligt seid, gibt es keinen übergeordneten kosmischen Plan. Dann gibt es nur Freiheit und sämtliche Gefahren, die damit verbunden sind. Und das bedeutet, ich schulde euch ein... Sekunde. Was war das? Tuata. Richtet die Abscheulichkeit im Namen Ganflos. Oh.
Hallo, Arlyn. Was machst du denn hier? Na, ihr Tuata? Komm, ich hab einmal das Zeug voll. Benutzen wir es doch gleich. Na, das dürfte lustig werden. So. 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 Hey. Den. So. Und sonst so? Alles gut? Auf die Fresse, Alter! Au! Meine Erfahrungspunkte. Hallo, Arlyn. Wer seid ihr? Woher wissen wir, dass ihr nicht gemeinsame Sache mit den Tuata macht? Es kümmert mich nicht, ob ihr mir vertraut. Ich bin mehr an eurem Freund hier interessiert. Die Frau, die überlaut ist. Seid willkommen. Na du? Ich bekomme langsam den Eindruck, dass euch diese Tuata nicht besonders mögen. Woran könnte das wohl liegen? Was meint ihr? Ihr seid immerhin in der Lage, das Schicksal der Welt zu verändern. Wer würde euch da nicht auf seiner Seite haben wollen? Wie haben sie mich denn gefunden? Ich bin mir nicht sicher, aber sie waren gut informiert, was euren Aufenthaltsort betrifft. Sie sind von Didenhil direkt hierher gekommen. Allerdings sind sie nicht annähernd so interessant wie ihr. Vor allem jetzt, wo sie tot sind. Nun bin ich an der Reihe. Warum seid ihr hier? Ich muss mein Schicksal begreifen. Ha, nur Dummköpfe wollen die Zukunft kennen. Wer liest denn schon vorher das Ende eines Buches? Richtet eure Aufmerksamkeit lieber auf die Gegenwart. Wie zum Beispiel diesen Kodex, den ihr gefunden habt. Unsere Scholaren dachten, sie seien alle aus dieser Welt verschwunden. Aber ihr steckt einfach voller Überraschungen. Viel Glück damit, ihn zu begreifen. Ihr habt es hier mit Feienwissen zu tun und sie besitzen nicht einmal eine geschriebene Sprache. Ihr Wissen ist einfach in den Stein eingebettet, unsichtbar für die Augen Sterblicher. Wie kann ich ihn entschlüsseln? Für etwas wie das hier braucht ihr mehr als nur irgendeinen Wissensgelehrten. Um ehrlich zu sein, wäre es vernünftig, gleich ganz oben anzufangen. Sobald ihr mit diesem Tuata fertig seid, solltet ihr den Hochkönig in Ysa aufsuchen. Ich bin mir sicher, jemand so Einfallsreiches wie ihr findet eine Möglichkeit, dort hineinzukommen. Macht euch auf den Weg. Okay. Agathe? Wir können ihr nicht trauen. Ich bin noch nie einem Dokalfa begegnet, der mir eine klare Antwort gegeben hätte. Nicht einmal mit einem Schwert an der Kehle. Trotzdem hatte sie nicht Unrecht, was diesen Kodex betrifft. Seid einfach vorsichtig, wenn ihr irgendeinen ihrer Ratschläge befolgt. Und trotz allem können wir diese Tuata, die Jagd auf euch machen, nicht einfach ignorieren. Wir müssen etwas gegen sie unternehmen. Wie können wir sie finden? Sie sagte, sie wären durch Didenhil gekommen, richtig? Sie gehören nicht in diese Landstriche, also haben sie vermutlich eine Spur, so breit wie der Hintern eines Ettin hinterlassen. Wir treffen uns dort und machen uns auf die Jagd nach ihnen. Vielleicht finden wir ja heraus, warum sie hinter euch her sind, oder zumindest, wie sie euch so leicht aufspüren können. Ich muss noch einige letzte Riten durchführen, bevor ich diesen Ort verlasse. Viel Glück, Kleiner. Okay. Arlyn? Ja? Wir haben noch gar nicht mit euch geredet. Was los? Ich bin eine Frau mit vielen Talenten. Und wir haben doch alle gelernt, dass man seine Talente für das übergeordnete Wohl einsetzen muss, nicht wahr? Der Hof des Sommers. Oder die Lichtfeien, falls euch das lieber ist, verkörpern das Wachstum und die Energie der Natur. Und doch können sie ebenso unnahbar und gleichgültig sein wie ein grausamer Sommertag. Der derzeitige Hochkönig der Feien ist Tetarion, der weiseste Angehörige des Hofes des Sommers. Während Gadflo den Hof des Winters unterwanderte, versucht er weiterhin ihren Kreislauf im Gleichgewicht zu halten. Der Hof des Winters oder die Dunkelfeien verehren die Zerstörung und den Verfall der Natur. Sie sind zwar nicht böse, aber auch nicht unbedingt die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Normalerweise teilen sie sich die Macht friedlich mit dem Hof des Sommers. Aber seit die Tuata die Kontrolle übernommen haben, gibt es weder Frieden noch Vorhersehbarkeit. Dieser Kodex ist nicht einfach nur ein komplizierter Wissensstein. Er scheint eine Geschichte zu erzählen, die die meisten Feien nicht hören wollen. Und der wurde von niemand Geringerem als Hochkönig Tetarion persönlich erschaffen. Interessant. Ihr seid wohl nicht besonders viel rumgekommen, was? Die Tuata dringen aus ihrer Heimat in Alabastra nach Westen vor. Im Moment bedrohen sie nur mein Volk. Aber wenn wir fallen,
werden die Tuatha ihren Blick auf die anderen sterblichen Völker richten. Wir sind die Bezaubernden, die Feinsinnigen und Beflügelten. In glücklicheren Tagen waren wir das Erhabenste aller sterblichen Völker. Wir verachten den offenen Krieg. Doch die Tuatha führen seit Jahrzehnten Krieg gegen uns. Sie dringen in unsere Länder ein und zwingen uns, zu den Waffen zu greifen. Eieieiei. Sie waren lange Zeit zufrieden damit, sich allein mit ihrem Spiel der Höfe des Sommers und Winters zu beschäftigen. Doch jetzt geht es im Kampf gegen Gadflo und die Tuatha um unsere Existenz. Dieser alte Feigling. Er mag von mir aus hunderte heldenhafte Leben geführt haben, aber in dem Augenblick, in dem er etwas wahrhaft Neues zu Gesicht bekommt, versagt er. Wie erbärmlich. Was? Warum ist Glianal überhaupt für sie wichtig? Da die Feien keine geschriebene Sprache besitzen, sind ihre Geschichten ihr Herzblut. Sie sind sowohl ihre Vergangenheit als auch ihre Zukunft. Und im Haus der Balladen bewahren sie diese Legenden und feiern sie immer und immer wieder. Nyralim ist das älteste sterbliche Wesen dieser Welt. Er erinnert sich sogar noch an eine Zeit, bevor die Feien diese Länder ihre Heimat nannten. Ihr solltet sehen, wie sie ihn verehren. Er gewährt Besuchern nur selten eine Audienz. Jene, die ihn pflegen, sagen, er kenne die Zukunft ebenso gut wie die Vergangenheit. Und aus diesem Grund ist er äußerst wählerisch, was seine Worte betrifft. Ein guter Freund hat mir mal Folgendes gesagt. Versuche immer, das zu sein, was du sein willst. Das Schicksal mag eine Lüge sein, aber wenn es das nicht ist, wird es nicht das Geringste ändern, sich Gedanken darüber zu machen. Tetarion ist nicht unbedingt das, was man von einem Hochkönig des Sommers erwarten würde. Allerdings besitzt er weder die Arroganz seiner Vettern noch deren Fröhlichkeit. Seit Gadflo den Hochkönig des Winters getötet und den Krieg begonnen hat, ist Tetarion abwesend und melancholisch. Und er ist blind für die Gefahren, die ihn umgeben. Die Tuatha sind eine radikale Sekte von Feien aus dem Hof des Winters. Angeführt von Gadflo und seinem wahnsinnigen Geschwätz über ihren neuen Gott, haben sie die Macht ergriffen und den Sterblichen den Krieg erklärt. Sie nutzen Ropris Meer, um ihre Macht zu vergrößern, und ihre Ergebenheit grenzt schon an Wahnsinn. Das Erschreckendste für die Feien ist jedoch schlicht die Tatsache, dass sich ihre Geschwister so sehr verändert haben. Wir wissen schon lange, dass es uns die Prismeer-Kristalle erlauben, magische Kraft zu speichern und zu bündeln. Die Gnome nutzen sie für ihre bedeutendsten Erfindungen, wann immer sie ihre habhaft werden können. Wir haben allerdings keine Ahnung, wie es Gadflo gelungen ist, so viele in seinen Besitz zu bringen. Das macht seine Tuatha zur gefährlichsten Armee, die ich je gesehen habe. Die Gärten von Ysa, die Heimat der Sommerfeien, erstreckten sich einst von den Wäldern Dalentarts über die Eratel-Ebenen bis hin zu den Wüsten der Tyris. Doch zwischen dem Wahnsinn des Krieges und der Ausbreitung der Menschen, Alpha und Gnome verlieren die Sommerfeien jeden Tag ein wenig mehr an Boden. Es ist eine Tragödie. Für sie. Ja, logisch, dass es nur für sie eine Tragödie ist. Alle anderen kriegen ja dann eher mehr Land, sagen wir es mal so. So, ins Licht. Die Quest ist gemeistert. Wir kommen jetzt wieder hier raus. Das ist der, ja, in Anführungszeichen Geheimgang, den wir in der letzten Folge schon auf der Minimap gesehen haben, um wieder hinauszukommen. Jagd auf die Jäger heißt unsere nächste Quest, die wir freigeschaltet haben. Die andere Quest, die wir freigeschaltet haben, ist die, die wir eigentlich schon haben. Und zwar alte Freunde, neue Feinde. Genau. Mit Nyralim treffen. Und hier haben wir Triff Agard in Didenhil. Und ich denke auch, dass das Sinnvollste ist, was wir machen können. Oh, guck an, hier sind wir jetzt. Das heißt, wir hätten ja gar nicht hingemusst, extra um Glanz und Schatten zu holen. Naja, wir gehen jetzt erstmal hier wieder raus aus Dellach, hoffen, dass die Typen draußen nicht gerespawnt haben. Und dann packe ich hier erstmal wieder auf die 2 drauf und haben dann noch etwas zu tun, denn wir müssen Glanz und Schatten ja noch abgeben. Und wir haben ja noch hier den Sonnenstein. Feuerschaden pro Tag, Mana-Regeneration. Ist halt leider alles nur bei Tag. Und das wäre schon geil, ne? Plus 1, plus 3 auf Zauberfähigkeiten. Ich weiß immer noch nicht, was plus 1, plus 3 bedeuten soll. Aber wenn wir mal Zauberfähigkeiten hätten, wäre das, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Naja, vielleicht hole ich uns ja irgendwelche Zauberfähigkeiten, die sich vielleicht lohnen. Wie erhöhter Blitzschaden oder sowas. Dadurch, dass wir... Oh nein, sie sind alle wieder da. Gut,
Schnell weg, schnell nach Holmstedt, bevor die uns sehen und angreifen. Und Glanz... Warum ist da gerade was kaputt gegangen? Habt ihr das auch gesehen? So. Hallo, bitteschön. Das sind Glanz und Schatten? Ich sollte bedeutende Artefakte beschaffen, keine simplen Waffen. Die Templer werden mich für einen Narren halten. Wie kann ich damit zu ihnen zurückkehren? Ja, wenn ihr sie nicht wollt. Es ist wahrscheinlich würdevoller, mit leeren Händen zurückzukehren, als solchen Tand mitzubringen. Wenn ihr sie wollt, könnt ihr sie behalten. Und ich habe euch für eure Dienste auch noch eine Entlohnung zugesagt. Es stimmt mich zwar nicht froh, aber hier habt ihr euer Geld. Und nun lasst mich in Frieden. Dafür kann ich ja nichts. Ich gehe nach Adessa und überbringe die traurigen Nachrichten von der Expedition. Diese Grobiane können sich keine 5 Minuten lang gesittet aufführen, ohne dass es zu irgendwelchen Ausbrüchen kommt. Danke, dass ihr dafür sorgt, dass es so bleibt. Meine Aufgabe hier ist abgeschlossen. Ich verlasse diesen schrecklichen Ort und kehre zurück nach Adessa. Ich hatte mit so etwas wie einer kleinen Sonne gerechnet. Eine Batterie, aufgeladen mit gewaltiger Magie. Die Scholia Arcana hatte Theorien über derlei Objekte entwickelt. Aber ich dachte, ich hoffte, die Gnome hätten sie zuerst entdeckt. Ja, gut, lebt wohl. Quest gemeistert, Glanz und Schatten. Der Kollege verschwindet und wir haben wieder etwas erledigt. Damit haben wir fürs Erste, sag ich mal, Ettenmeer erledigt. Wir ziehen mal nach Kanarok. Um das Inventar wieder ein bisschen auszuleeren, wird auch mal wieder Zeit, haben wir lange nicht gemacht. Komplett Dellach haben wir ja jetzt schon wieder in der Tasche. Und wir können dann vor allem mal die ganzen Tränke entfernen, die wir nicht mehr brauchen. So, hier schön alles ins Lager packen. Verstauen. Das hier beispielsweise. Das. Große Schmiedekunst. Fährtenlesertrank. Rostschutz. Schattenprisma. Was ein Schwachsinn. So, Mana-Regenerationstrank. Mana-Regenerationstrank, großer Mana-Trank, meisterhafter. Komm, ich glaube, wir finden jetzt mehr meisterhafter als alles andere. So, Lebensregeneration. Komm, da packe ich... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse das mal so. Gut. Dann einmal schnell noch in die Kneipe. Naja, ins Gasthaus. Der seidene Sitz. Lang nicht mehr hier gewesen. Hallo Schmiede, wir brauchen dich mal eben. Dafür. Und dafür. Wow, sonst schon wieder nur graues Zeug. So, Bekri, aufstehen. Es gibt noch immer... Also, was... Ja. So. Und die Dinger. Kann ich für euch tun? Nix, danke, ciao. Halte dich vom Voodoo fern. So, Inventar ist leer. Und Glanz und Schatten sind, ja, sowohl abgegeben als auch verkauft. Und dann geht es jetzt weiter. Die kompletten Nebenquests haben wir alle erledigt. Jetzt haben wir nur noch Haupt- und Gruppierungsquests. Und ich würde sagen, wir kümmern uns als Erstes um die Reisenden. Grim Onwick finden. Krilgerin hat mir erzählt, dass Grim Onwick, der Mann, der mich für die Reisenden rekrutierte, verschwunden ist. Ich soll nun an seinem letzten bekannten Aufenthaltsort herausfinden, was aus ihm geworden ist. Und ihm, falls nötig, helfen. Machen wir doch sofort. Auf die Karte. Nach Ohnswehr. Und dann den Kollegen retten. Hinein. Ich sagte doch, hier kommen wir für eine Quest wieder hin. Einmal öffnen. Eine wundervolle Festung. Sowas haben wir, glaube ich, noch gar nicht erlebt, ne? Festungen? Schwer. Nee. Auch nicht. Nehmen wir das. Wow, dafür habe ich mir wieder den Dietrich abgebrochen. Ge-
Oh. Was machen die jetzt? Die switchen, okay. Warum will ich den noch gleich erdolchen? Wahrscheinlich einfach, weil ich es kann. Weil ich es kann, will ich sie erdolchen. Weil ich es kann, werde ich den Gnom ermorden. Hallo, Mr. Gnom. Tschüss, Mr. Gnom. Und eine wundervolle Geheimtür. Mach auf den Kack. Unsere Kisten. Nein. Auch nicht. Wir brauchen echt neue Dietriche. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß noch gar nicht. Nee, nicht ganz. Das sieht schon besser aus. Was ist jetzt mit ihm? Kommt er jetzt wirklich komplett hier rum einmal? Komme ich ihm gerne von hinten so ein bisschen... Ach, jetzt hat er sich rumgedreht. Was bist denn du für ein Idiot? Dreht der Wichser sich einfach... Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt, Freunde. Ich doch nicht. Untersuche Tür. Tür wird mit einem Hebel in der Nähe geöffnet. Okay. Grimm, alter Halunke, was machst du denn da drin? Das ist doch... Ihr seid es, Täubchen. Ein Glück, dass Krilgarin euch geschickt hat. Ich hatte schon befürchtet, der Hierophant würde es irgendwie verhindern. Wie wurdet ihr denn geschnappt? Ich wurde reingelegt. Der Hierophant hat mich hierher geschickt, um ein paar Jotto und ein altes Buch zu stehlen. Die schwarzen Send schreiben. Das klang alles ziemlich einfach. Allerdings hat mir ein Trupp gnomischer Prätorianer aufgelauert, die auch auf der Suche nach den Sendschreiben waren. Sie wollen das Buch haben, Täubchen. Und sie werden uns beide dafür töten, dass wir uns eingemischt haben. Stehlt den Zellenschlüssel oder knackt das Schloss und besorgt mir meine Hilfsmittel. Dann kann ich mich hier rausschleichen. Ihr könnt allerdings auch versuchen, die Sendschreiben vor den Gnomen zu finden und uns damit die Freiheit erkaufen. Wie kriege ich euch frei? Ich kann nicht einfach hier rausmarschieren. Deshalb müsst ihr mir meine Hilfsmittel wieder beschaffen. Um die Zelle zu öffnen, müsst ihr das Schloss knacken oder den Schlüssel stehlen. Oder ihr beschafft euch die schwarzen Sendschreiben, das Buch, wegen dem die Gnome und ich hier sind. Damit könntet ihr uns die Freiheit vielleicht erkaufen. Okay. Ah, ihr meint den geliebten Leitstern der Reisenden? Ich würde mal sagen, mich hat eher ein aufgeblasener Despot hier reingebracht. Es war der Wille des Hierophanten, der dafür gesorgt hat, dass ich hier eingesperrt werde. Ich würde euch liebend gerne mehr erzählen, nachdem ihr mich hier rausgeholt habt. Okay. Ich habe es geschafft, mir hier ein ziemlich schönes Plätzchen zu sichern. Ich werde noch nicht gleich hingerichtet und wäre euch somit ausgesprochen dankbar, wenn ihr mich herausholen könntet, bevor das geschieht. Na, mal gucken. Die Gnome schienen mir immer ziemlich umgänglich zu sein. Aber mit diesen Prätorianern ist nicht zu spaßen. Sie bringen jeden um, der ihnen in die Quere kommt. Es muss irgendwas mit diesem Buch zu tun haben. Wenn es ihnen so wichtig ist, dann könnte es mich vielleicht hier rausbringen. Okay. Nun, Sie sind der Grund, warum alle hier sind, richtig? Irgend so ein verfluchtes altes Buch. Aber es muss wirklich wertvoll sein, wenn darum so ein Aufhebens gemacht wird. Die Sache ist die, weder die Gnome noch ich haben es gefunden. Und das bedeutet, es muss irgendwo tiefer in der Festung sein, bei den Jotun. Findet es und wir können uns unseren Weg hier raus erkaufen. Ja, wir wussten doch schon, dass es bei den Jotun ist. Das ist eine Auswahl an Hilfsmitteln, die ich bei meinen Aufträgen verwende. Kein echter Reisender würde sich seinen Lebensunterhalt ohne das richtige Handwerkszeug zusammenstehlen. Und da diese Gnome in derartiger Alarmbereitschaft sind, brauche ich die Hilfsmittel, um von hier zu entkommen und am Ende noch einen Kopf auf den Schultern zu haben. Okay, dann lebt wohl. Wir beeilen uns und wir haben jetzt die Qual der Wahl. Wir können einmal Centurio Gastet. Und was haben wir hier? Gnomenwächter. Ach, ist das hier der Rückweg? Das ist der Rückweg. Okay. Und das geradeaus wäre der Rückweg von den Jotun. Wie es mir scheint. Übrigens, guck mal. Jetzt, wo wir es geskillt haben. Können wir aus den Fallen ein paar Schmiede-Ingredienzien sammeln. Was sich vor allem lohnt, sind die Sprengfallen, also die Minen, die einem bestimmten Typ zugeordnet sind.
weil da bekommt man meistens makellose Scherben raus und das ist ziemlich geil, wenn man mich fragt. Vor allem, wenn man schon gut in Gemmenschleifen ist und dann damit sich das Ganze ein bisschen, ja, erleichtert. Toll, sehr leicht und ich mach's kaputt. Nur noch 9 Dietriche. Ehrlich, wir brauchen neue Dietriche. Ich weiß nicht, wo ich welche herkriege. Ich muss echt mal wieder zu den Reisenden, um da einfach mal zu gucken, ob die nicht vielleicht neue haben. Sehr leicht aufschließen. Ah, okay. Glück gehabt, dass es die Richtung war. Ach, ehrlich? Gnomenmagier. Oh, der ist weg. Die Magier sind nervig. Apropos, die Magier sind nervig. Da ist ja noch einer. Und noch einer? Wie viele es auf einmal sind? Wieso seid ihr so viele auf einmal? Also ehrlich, das ist doch nicht normal hier. Hört doch einfach auf mit dem Scheiß. Gerade eben wart ihr doch noch nicht so viele. Smaragdonner ist schwer beschädigt. Nein! Wo kamen die alle her? Das ist nicht normal, liebe Freunde. Das ist nicht normal. Auf einmal 1000 Gnome gespawnt. Oder die standen alle ineinander, wie so bei so einem Clown-Auto. Vielleicht können Gnome das. Möglich ist es. So. Hier so einmal entlang. Und da haben wir den Typen, der sich hoffentlich nicht rumdrehen wird. Ja, wir nehmen wieder den Smaragdonner. Die Smaragdflammen. Und da war er erledigt. Schlüssel des Centurios und für mich sogar noch ein Achievement. Sie hatten keine Ahnung, das ist unser 20. Opfer eines Schleichangriffs geworden. Und da haben wir Grimms Verstohlenheitsausrüstung. Und hier werden, haben wir was, was ich, naja. Was? Wie? Okay, gut, es ist nichts passiert. Jedenfalls wüsste ich nicht, was passiert ist. Ich nehme mal das hier. Vergiss es, du scheiß Zauberer. Ich weiß, was du hier Wundervolles probierst, dass du uns hier schön aus dem Konzept bringst und alles drum und dran, aber vergiss es. Mit der unerbittlichen Macht kannst du uns nicht aus dem Konzept bringen und auch nicht ins Taumeln. Das war's für die Gnome. Gut, dann gucken wir hier nochmal nach. Alles leer, alles wunderbar. Sieht doch gut aus. So. Den Loot noch einpacken. Da gibt's auch nichts mehr. Gut, dann da einmal dran drehen. Und Grimm dann da wieder rausholen. So, einmal aufschließen. Na Grimm. Bitteschön, hier ist deine... Ihr habt die Hilfsmittel, die sie mir abgenommen hatten, oder? Gebt sie mir, dann kann ich zusehen, dass ich herauskomme. Jo, bitteschön. Das ist mehr, als mir der Hierophant je gegeben hat. So viel steht fest. Unser gepriesener Seher hat letztlich doch einen Fehler gemacht. Ich mache mich jetzt ein wenig rar. Aber wir sehen uns schon bald wieder, Täubchen. Versprochen. Beeilt euch. Ja, warum soll ich mich beeilen? Ich hab mich doch beeilt. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall noch machen werden, das ist jetzt einmal die Runde im Jotun-Gebiet noch. Auch wenn die schwarzen Sendschreiben inzwischen weg sind, weil die Gnome die wohl anscheinend gefunden haben, auch wenn sie die ganze Zeit im falschen Gebiet waren, wollen wir trotzdem die Jotun-Bedrohung noch ausschalten und auch den Loot natürlich an uns bringen. Denn alles, was die Jotun, was wir haben, haben die Jotun nicht. Und das ist schon ganz praktisch, ne, Kollege? Ich weiß, dass das nicht funktionieren wird. Dass er das überlebt. Aber locker überlebt.
Nehmen wir wieder das Schwert dafür. Das ist bei Jotun einfach sinnvoller. Das funktioniert besser. So, Azuritstulpen nehmen wir uns. Hier haben wir eine normale Kiste. Nicht abgeschlossen. Umso schöner. Hier haben wir noch was zum Bannen. Was Leichtes zum Bannen. Das mag ich. So. Und weiter geht's. Stachelfalle. Stachelfalle. Ja, so Stachelfallen lohnen sich tatsächlich nicht. Einfache Bänder sind jetzt nicht unbedingt die Schmiedeingredienz hier, die man unbedingt haben möchte. Novizenschnüre auch nicht unbedingt. Aber schon besser als nichts zu bekommen, oder? Muss man doch einfach mal sagen. Hier sind ein paar Hühnchen. Auch nicht das Schlechteste. Nette Hühnchen. Wir benutzen den unerbittlichen Ansturm. Und jetzt gehe ich erstmal komplett auf den Runenwirker, weil der eindeutig am allermeisten nervt. Ihr kennt euch ja sicher inzwischen auch schon so gut mit Jotun aus wie ich. Nachdem wir die letzten in Lorcarane schon gut platt gemacht haben. Und in Coldsbane hatten wir es ja auch schon mit Jotun zu tun. Da aber noch nicht mit Runenwirkern. So, unerbittlicher Ansturm ist gleich rum. Au, da war er schon rum. Gut. Aber hat auch geklappt. 2 von 3 sind dank des unerbittlichen Ansturms schon komplett weg gewesen. Und Nummer 3 ist jetzt kurz danach auch erledigt. Dann machen wir schön kaputt. Dann plündern wir. Ja, und dann sind wir, glaube ich, auch eigentlich schon fast da. Bock, bock. Na ihr, ihr kleinen Hühnchen. Kann ich dir nicht rauslassen? Ich meine, gut, wie sollen sie jetzt noch überleben, die armen Viecher? Aber naja, ist ja nicht mein Problem, ne? Ich musste die Jotun besiegen. Irgendwie kommen die ja schon wieder raus. Hüpfen von Dings zu Dings, um sich zu befreien. Die kriegen das schon hin. Ah, dann haben wir hier noch eine Stachelfalle. Noch eine Stachelfalle. Ja, irgendwo da hätte wahrscheinlich das Sendschreiben gelegen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich jemals zuerst das Sendschreiben gesammelt habe. Bin ich auch ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, das jetzt gemacht zu haben. Ich bin meistens zuerst zu den Gnomen gegangen. Na. Na, ich mach den hier. Dadurch, dass wir so eine schöne Lebensregeneration auf unserem Schild haben, können wir das auch öfter machen. Weil wir das ja sowieso nach dem Kampf wieder bekommen. Und 1,5 Leben pro Sekunde ist schon nicht wenig. Und weg. So. Das gehört uns. Das gehört auch gleich uns. Sehr leicht. Ah, wird zu langsam. Wir nehmen doch einfach das hier. So. Du. Ich glaube, wir haben es geschafft. Jo, sind schon auf dem Rückweg. Hier geht's nach oben. Können die Tür aufmachen. Haben den Jotun-Bereich also hinter uns gelassen und können damit jetzt wieder raus aus Ohnsweer und haben damit das letzte, den letzten Dungeon hier in Lorcarane erledigt. Und dann geben wir doch mal direkt Krilgarin Bescheid, wenn wir draußen sind. Was sagt denn eigentlich die Uhr? 36. Okay. Alles noch gut. Können wir die Quest noch abgeben? Kriegen wir hin. So. Einmal ins Sternlager. Übrigens immer ein bisschen verwirrend mit den Lagern der Reisenden, weil da die Questmarkierung nie dort angezeigt wird, wo man eigentlich hin muss. So, und bevor wir aber mit Krill... Ach doch, ich rede erstmal mit Krillgarin. Hallo. Ihr habt Grimm befreit. Das habt ihr gut gemacht. Ich habe gehört, dass er jetzt auf einer persönlichen Mission ist, aber ich weiß nicht, wo er sich befindet. Ich wünsche ihm nur das Beste. Allerdings sind seine Anschuldigungen hinsichtlich des Verrats des Hierophanten äußerst beunruhigend. Würde der Hierophant wirklich so weit gehen, um eine einzige kritische Stimme zum Schweigen zu bringen? Eure Aufgaben hier sind beendet. Es ist an der Zeit, dass ihr das Mondlager in den Eratel-Ebenen aufsucht. Der Anführer des Lagers, Irion Tal, hat bestimmt Arbeit, die auf euch wartet. Okay. Dann vielen Dank, Krilgarin. Stets im Rücken haben. Vielen Dank, Krilgarin. Dann gehen wir einmal hinaus. Ja, danke, Kevin.
So. Falls ihr euch fragt, warum ich ihn Kevin nenne, es ist der Synchronsprecher von Kevin Ryan aus Castle. Deswegen nenne ich ihn Kevin. Also, sollte nicht böse gemeint sein. So, aber was ich hier noch machen werde, ist, ich meine nämlich, hier war, genau, hier sind sie doch. Und zwar gibt es so einen kleinen Trick mit dem Hehler. Wenn man irgendwie scharfe Ware hat, nenne ich es jetzt einfach mal, muss man die einfach im Hehler andrehen, wenn man die behalten möchte. Und dann sucht man sie sich wieder und kauft sie zurück. Und dann ist das Handsymbol weg von den Dingern. Und das Beste an solchen Sachen ist, dann decken die sich. Und das ist... Wie Neuling. Naja, das Beste daran ist, das stackt sich dann. Also wir haben jetzt wieder mehr Platz im Inventar als eigentlich vorher. So, gut, das haben wir erledigt. Haben damit... So, jetzt einmal, ich schaue auf die Map. Da hinten ist das Mondlager. Also das ist ganz schön weit hinten in den Eratel-Ebenen. Das heißt, wir haben die Reisenden gut erledigt. Haben ja dafür auch die... Sache mit Arduat und Ametea erledigt, ja? Also das muss man auch einfach mal... Naja, gut. Ich lasse es auf mir beruhen. Und dann nehmen wir jetzt die Jagd auf die Jäger. Ich gucke mal ganz kurz. Wir müssten eigentlich schon... Jo, wir sind bei 41 Minuten. Freunde, ich glaube, das reicht für die heutige Folge. Ich porte uns mal offscreen nach Deedenhill, gehe dann nochmal an die Schmiede in der Gewehrhalle und dann quatschen wir in der nächsten Folge direkt mit Agard und dann geht's auch mit der Hauptquest direkt weiter. Freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall auch drauf und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao!